meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Sevi, und ihr seid heute in meinem Nähzimmer, denn ich möchte mit euch das Mini-Bügeleisen auspacken. Das Mini-Bügeleisen ist auch eins der Tools, die ich sehr, sehr gerne verwende, gerade bei kleinen und filigranen Projekten, die man ja durchaus mal hat. Also wenn man patchworkt, ist das zum Beispiel super, super, oder auch wenn man für Kinder näht und so weiter. Und was es mit diesem Bügeleisen auf sich hat und was man damit so alles veranstalten kann, zeige ich euch natürlich jetzt. So, da ist es, unser Mini-Bügeleisen. So sieht das aus. Und das können wir jetzt hier auspacken. Und das geht leider nicht ohne Werkzeug. Das heißt, das ist so gut verschweißt, dass wir da eine Schere brauchen. Und dafür nehmt ihr bitte nicht eure guten Nähscheren, sondern irgendeine Schere, mit der man alles machen kann, also so eine Werkzeugschere. Zack. So, dann können wir hier die Verpackung aufschneiden. So. Und dann verbirgt sich da unser Mini-Bügeleisen mitsamt Kabel. Und ich schmeiße schon die Hälfte runter. Natürlich gibt es dort auch einen Behälter für Wasser drin. Und was ich sehr, sehr schön finde, dieses Mini-Bügeleisen bringt so eine kleine Transporttasche mit. Damit ist das auch ideal, um es auf Reisen mitzunehmen, wenn man schnell was bügeln muss. So, selbstverständlich gibt es hier auch eine Garantie- und Bedienungsanleitung und so weiter und so weiter. Und das Praktische, ihr seht, es ist von Prim, es ist ein Dampfbügeleisen. Was total cool ist, damit könnt ihr also auch für unterwegs eure Sachen dämpfen. Das Wasser kommt hier oben rein und das füllen wir natürlich direkt mal voll. Und ihr müsst dran denken, zum Bügeln braucht ihr destilliertes Wasser, weil alles andere verkalkt das Bügeleisen. Destilliertes Wasser darf man natürlich nicht trinken, aber hier fürs Bügeleisen ist das absolut das Richtige. So. Und da fülle ich hier ein bisschen von dem Wasser ein. Und dann kann ich das auch schon wieder zumachen. So. Dann geben wir dem einmal Strom ab in die Steckdose. So, und jetzt können wir das hier praktischerweise so aufstellen. Aber was es auch noch gibt, ein bisschen Platz hier, ist diese schöne Unterlage fürs Mini-Bügeleisen. Die ist aus Silikon, damit könnt ihr euch auch praktischerweise nichts verbrennen. So, und da kann man das nämlich auch so draufstellen, wenn man es nicht aufs Kabel stellt. Kabel ist natürlich stoffummantelt. So, dem kann auch nichts passieren. So, und jetzt haben wir natürlich unser Bügeleisen noch aus. Ihr seht, hier ist die Markierung, hier für die Null. Und dann stellen wir das natürlich ein, wenn wir Dampf brauchen. Brauchen wir hier mindestens Stufe 2. So, und dann gibt es das kleine rote Lämpchen. Und wenn das rote Lämpchen aus ist, dann müssen wir ein bisschen warten. Dann können wir losbügeln. So, geben wir dem mal hier ein bisschen. Ihr seht übrigens, ist hier der Wasserfüllstand. Da mit Max, da ist der. Also wenn das so steht und hier ist Max, dann ist euer Wasser auf jeden Fall voll. Hier ist der Knopf zum Drücken für den Dampf. Den kann man natürlich jetzt noch nicht betätigen. Jetzt ist heiß. Ihr seht, Lampe ist aus, ist heiß. Wenn der Knopf drin ist, da gibt es keinen Dampf. Wenn der Knopf draußen ist, gibt es Dampf. Und da fängt das kleine gute Ding halt eben auch an zu dampfen. So, und damit können wir natürlich, hier vorne sind die Dampfdüsen, wie mit jedem anderen Bügeleisen sehr, sehr schön unsere Sachen wegbügeln. Und das kommt gerade gut, wenn wir hier so kleine Rundungen auf so einem Bügelei ausbügeln müssen. Ihr seht, ihr hört, hört ihr das? Da kommt der Dampf. Und damit kriegen wir natürlich alle Sachen und alle kleinen Dinger, die wir brauchen, gut hin. Jetzt ist hier ein bisschen feucht, weil ich das zum ersten Mal angemacht habe. So, aber ihr seht, da kommt der Dampf
Der funktioniert auch zuverlässig. So. Hier Temperatur kann man wie immer regulieren. Dampf kann ich auch ausschalten. Dann hat sich das an dieser Stelle auch ausgedampft. Und eben gerade an diesen kleinen Stellen. Hier komme ich mit dem Mini-Bügeleisen. Super lang, da kann ich halt mir auch den Dampf anschalten und mir die Nahtzugaben hier schön auseinanderdämpfen. Und jetzt vergleiche ich euch das mal mit dem großen Bügeleisen. Das ist wirklich unhandlich, hier um diese kleinen Rundungen rumzukommen. Da kann man sich vor allen Dingen auch ganz leicht verbrennen. Und deswegen nehme ich für solche Stellen immer mein schnuckliges, süßes Mini-Bügeleisen. So, und hier haben wir ja hier wieder so eine Rundung. Und das wäre wieder mit dem großen Bügeleisen. Ich zeige es euch nochmal. Wenn ich hier mit dem großen Ding lang will, dann habe ich natürlich nicht die Präzision, die ich mit meinem kleinen Bügeleisen habe. Und deswegen mache ich das natürlich hier mit meinem kleinen, süßen Mini-Bügeleisen. Das hat auch ordentlich Power, ja, das kleine Scheißerchen. Ist total handlich. Und wie gesagt, oh, jetzt habe ich mir hier die Ecke umgebügelt. Gerade beim Patchworken eine sehr, sehr unerlässliche Geschichte. So, und wenn ich das nicht mehr brauche, dann schalte ich es natürlich aus, indem ich den Stecker rausziehe. So. Und dann kann ich mir das hier am Ende zum Transportieren auch mitsamt der Matte, die geht hier nämlich auch rein, in mein Täschchen packen und mitnehmen. So. Also eine sehr, sehr, sehr praktische Sache, dieses kleine Dingelchen hier mit allen Einstellungen, die ihr braucht. Mit Dampf, mit einem Kabel, was definitiv lang genug ist. Wenn euch das kleine Bügeleisen gefällt, dann kriegt ihr das natürlich im Crazy Schöppchen oder auch bei prüm.de. Und ich kann es nur empfehlen, ich benutze das übrigens auch sehr, sehr gerne für unterwegs und für die Reise. So, das war unser Silvi packt aus schon wieder. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.